Willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Willkommen zu einer weiteren Folge Nuts & Berry. Ich bin unglaublich dankbar, dass ihr wieder da seid und ich hoffe natürlich, euch geht es allen gut. Ich weiß, die Zeit momentan ist wirklich wieder mal unglaublich anstrengend und deswegen macht es euch jetzt einfach gemütlich. Holt euch was zu trinken, was zu essen. Atmet mal ordentlich durch. So. Da mache ich gleich mit. Ich bin nämlich heute auch wieder super aufgeregt. Ich habe nämlich unglaublich viele Fragen an euch, was das Let's Play jetzt angeht. Da muss ich vielleicht nochmal fragen, ob irgendwer eine Pampers vorher besorgen kann. Und ihr wisst, ich schreibe mir davor immer die Szenen auf, was so passiert in meinen Let's Plays. Aber heute schaue ich einfach mal, was so auf mich zukommt. Und übrigens könnt ihr mir sehr gerne immer Story-Vorschläge schreiben. Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, dass ihr euch voll zurückhaltet, weil ich euch immer meinen Blog zeige und euch sage, dass ich so viel schon geplant habe. Aber ich baue natürlich super gerne eure Ideen auch ein. Also falls ihr eure Vorschläge habt, schreibt mir das immer sehr gerne in die Kommentare. Wie gesagt, heute kommen ganz viele Fragen auf euch zu. Und auf jeden Fall einiges zu besprechen. Ich freue mich schon mega auf eure Antworten. Das soll ja unser Let's Play sein und ich würde sagen, wir starten einfach mal los. In der letzten Folge war es endlich soweit. Wir hatten den großen Kampf zwischen den Meerjungfrauen und den Sirenen. Miara hat alle Meerjungfrauen zusammengetrommelt und die haben sich auf den Weg nach Windenburg gemacht. Dort ist Tyler gerade mit der Maschine gegen die Meerjungfrauen fertig geworden. Was die Sirenen aber nicht wussten, ist, dass es eigentlich eine Maschine gegen die Sirenen war. Die Sirenen sind dann feiern gegangen und dann ist Phoebe aufgetaucht und Tyler hat sie in alles eingeweiht und sie hat die Maschine mitgenommen. Die Sirenen sind dann nämlich zurückgekommen und haben Tyler und Ash abgeholt, weil der Kampf losging. Zu Hause hat Layla ganz besonderen Besuch bekommen und zwar von ihrer lang verschollenen Tochter, der lieben Enya. Die ist endlich zurückgekommen, aber dann hat Layla auch noch erfahren, dass sie nochmal Oma geworden ist. Also, dass Ruby ihr Enkelkind ist. Und dann ging der Kampf los. Poseidon wollte das Ganze friedlich beenden, aber darüber hat Chris nur gelacht und wollte die ganzen Sirenen gerade auf die Meerjungfrauen losschicken. Doch dann haben alle einen richtig lauten Schrei gehört und der kam von Phoebe, weil Makaio sie entdeckt hatte. Sie hatte sich gerade versteckt und er hat ihr dann die Augen ausgekratzt. Also wir haben jetzt einen blinden Sim, die Phoebe ist blind geworden. Sie konnte dann nicht mehr auf das Zeichen von Tyler hören, hat die Maschine aber trotzdem einfach aktiviert und alle Sirenen wurden außer Gefecht gesetzt. Tyler und Ash konnten durch die Menge rennen und allen Sirenen das Serum geben, außer Alina, die ist weggerannt und ins Wasser gesprungen. Wir sind zurück in Windenburg und diesmal in der Sirenenschule. Das ist ja das gleiche wie in Sulani. Dort gibt es eine Meerjungfrauenschule, wo die ganzen Meerjungfrauen ausgebildet werden und hier ist die Sirenenschule. Diese Schule haben jetzt aber natürlich die Meerjungfrauen für sich beansprucht und ganz unten haben wir jetzt auch den Poseidon und die liebe Emily. Wie man am Liebesbalken erkennt, sind die beiden ein Pärchen. Das gönne ich dem Poseidon wirklich sehr. Und die beiden werden jetzt alle Sirenen verhören in der nächsten Zeit. Leute, ich sehe gerade die Bilder da im Hintergrund. Die habe ich schon komplett verdrängt. Die haben ja die ganze Zeit die Familie Legacy beobachtet, die Sirenen, und haben die Bilder jetzt hier. Das ist für den Poseidon sicher auch ein Megaschock. Auf jeden Fall werden die beiden, der Atlas und der Ash, werden jetzt natürlich alle Sirenen verhören müssen. Die haben ja wirklich extreme Straftaten gemacht. Und genau wie das im echten Leben halt auch ist, werden sie dafür auch bestraft. Die einen waren natürlich böser als die anderen. Und dem müssen sie sich jetzt halt allem stellen. Viele haben ja auch Mord begangen. Manche haben nur Leute, Sachen ausgeraubt oder Leute verprügelt. Mark hat zum Beispiel, glaube ich, gar nichts Böses gemacht. Genauso wie die Kiki. Ich glaube, das Wildeste, was die beiden verbrochen haben, ist, dass sie Dinge geklaut haben, können wir ja sagen. Die waren ja noch relativ frisch in diesem Sirenenpack und dann ist ja schon der Tyler aufgetaucht. Aber da gibt es natürlich andere Sirenen, die weitaus schlimmere Sachen gemacht haben, die nicht nur einen Sim umgebracht haben, sondern mehrere. Und die müssen sich dem Ganzen jetzt natürlich stellen. Hier haben wir Ash und Atlas. Die passen hier natürlich auf, damit niemand wegrennt, weil natürlich haben sie ihre Sirenenkräfte nicht mehr. Sie haben auch nicht mehr diese Aggressivität in sich. Viele von ihnen sind auch aufgewacht. Also viele von ihnen sind eigentlich gar nicht böse, sondern hatten das einfach nur so extrem in sich drinnen. Und das ist jetzt halt alles weg. Einige von ihnen, wie die Chris, die wird natürlich nicht von heute auf morgen auf einmal nett. Also es gibt ja schon Menschen, die sind so vom Grund aus einfach böse. Das ist sie, glaube ich, schon. Und deswegen würde ich die gerne jetzt alle verhören. Also das machen wir natürlich nicht wir, das macht der Poseidon. Die beiden passen eben auf, dass hier niemand wegrennt. Viele von ihnen wollen sich dem allem auch einfach stellen, weil sie selber sagen, sie haben das nicht anders verdient und sie sind natürlich auch gefesselt. Das müssen wir uns alles vorstellen. Und Ash und Atlas bringen die jetzt der Reihe nach immer zu Emily und Poseidon und die beiden werden dann entscheiden, wer welche Strafe bekommt. Ich hätte dann nämlich super gerne ein Sirenengefängnis, Leute. Und jetzt kommen auch schon die ersten Fragen auf euch zu. Also,
Was sollen wir? Das ist die allererste Frage. Ich habe mir eigentlich nur zwei aufgeschrieben und habe mir gedacht, vielleicht kommen mir dabei dann auch noch mehr andere Sachen in den Sinn. Die erste Frage ist nämlich, was sollen wir mit Windenburg machen? Also mit dieser Insel hier. Das Schloss ist nämlich mega, mega cool. Und man könnte ja eine zweite Meerjungfrauenzuflucht daraus machen. Die anderen Gebäude, wie wir wissen, sind ja total verdreckt und richtig vermüllt. Hier drüben ist ja auch noch dieser Nachtclub. Und ich habe mir gedacht, wie cool wäre es eigentlich, wenn der Tyler sich das so irgendwie als Aufgabe nimmt, dass er Windenburg wieder aufbauen wird. Weggegangen, Platz gefangen. Also ich habe mir gedacht, entweder macht das der Tyler oder das macht Niara mit dem Ash, Leute. Das ist nämlich meine nächste Frage. Wie sollen wir die ganzen Sims jetzt aufteilen? Wir werden nachher auf jeden Fall mal schauen, wie es der Phoebe geht und alles. Und wir gehen auch zum Tyler und zu Ruby und alles. Keine Sorge, Leute, das machen wir heute auch nochmal. Aber wie gesagt, ich habe extrem viele Fragen an euch. Mein einziges Problem mit Windenburg ist halt einfach, dass sie nicht wirklich im Meer schwimmen können. Aber ist das so dramatisch? Ich habe mir nämlich gedacht, dass wir so die eine Hälfte von der Familie, wir gehen am besten direkt mal auf die Weltenkarte, dann können wir da besser nachschauen. Sehr gut, dass da unten ist gerade kaputt gegangen, aber was soll's. Also wir haben diese Insel hier und wir haben Sulani. Hier haben wir Sulani. Und auf Sulani haben wir eigentlich drei Grundstücke, auf denen wir spielen können. Wir haben immer nur auf zwei gespielt. Wir haben nämlich die Meerjungfrauenzuflucht. Ich habe mittlerweile übrigens die ganzen Meerjungfrauen jetzt auch wieder aufgeteilt. Es sind nur noch ganz wenige da, damit wir auch ein bisschen weniger Sims zum Spielen haben. Die brauchen wir jetzt ja alle nicht mehr. Jetzt nach dem Krieg sind sie alle abgereist, versuchen aber trotzdem Poseidon noch so gut wie es geht zu helfen. Die sichern natürlich auch Windenburg noch ein bisschen ab, helfen beim Aufräumen, aber das sind halt leider alles so Dinge, die wir uns vorstellen müssen, weil ich das nicht richtig darstellen kann. Wir haben auf jeden Fall mal die Meerjungfrauenzuflucht, wir haben das Haus von der Familie Legacy und wir haben Atlantis. Da wohnt gerade eine Sirene, warum auch immer, weil ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, aber ich habe mal gesagt, dass Layla und Atlas zurück nach Atlantis ziehen werden. Dann ist aber Niara schwanger geworden mit Drillingen. Und der Krieg zwischen den Sirenen und den Meerjungfrauen ist ausgebrochen und dann wollte ich sie irgendwie nicht mehr aufteilen. Also ich wollte, dass die Eltern bei ihren Kindern bleiben. Hier drüben haben wir gerade ein Krankenhaus. Da sehen wir auch die liebe Phoebe. In das Krankenhaus habe ich ganz viele Meerjungfrauen reingeschickt, die so Heilungskräfte haben. Da gehen wir gleich hin. Leute, keine Sorge, das machen wir gleich alles noch. Aber die Frage ist jetzt einfach, wie teilen wir die Familie Legacy auf? Was mit den Drillingen passiert, erfahren wir heute auch noch, Freunde. Keine Sorge, aber mein Plan wäre es auf jeden Fall, dass wir mal mit Tyler und Ruby auf jeden Fall weiterspielen. Das sind ja unsere Hauptcharaktere. Die Frage ist jetzt einfach nur, wo sollen die wohnen? Sollen die in Sulani wohnen bleiben? Wir können ihnen natürlich auch ein neues Wohngrundstück bauen. Oder sollen wir sie nach Windenburg schicken und die bauen dann zusammen die Insel wieder auf? Oder sollen wir Niara und Ash rüberschicken? Oder sollen wir alle rüberschicken? Es ist mir wirklich absolut egal. Ganz wie ihr wollt, schreibt mir sehr gerne eure Vorschläge und Ideen in die Kommentare. Ich bin schon super gespannt. Falls Tyler und Ruby nach Windenburg ziehen sollten, dann verlassen wir halt Sulani. Das ist schon ein bisschen traurig, muss ich sagen, aber ich bin wirklich offen für alles. Wann am Strand? Jetzt nicht mehr. Nee. Ja, ich glaube, das war's fürs Erste und wir schauen jetzt mal, wie es unserer lieben Phoebe geht. Leute, ich glaube, ich muss mit Kopfhörern weiterspielen. Das mache ich ja normalerweise nie. Aber neben uns wohnt tatsächlich eine Psychologin. Und ich höre immer die Therapiegespräche durch diese Wand. Das ist super unangenehm. Und jetzt gerade kann ich mich null mehr konzentrieren, weil ich das höre. Aber wenn ich sie höre, heißt das so viel, wie dass sie mich auch hört. Ja. Unangenehm. Da kann ich jetzt halt auch nichts dran ändern. Wir sind auf jeden Fall im Krankenhaus bei unserer lieben Phoebe. Und natürlich sind Niara und Tyler auch hier. Die beiden warten hier schon im Zimmer von der Phoebe, wo sie nachher hingebracht wird. Phoebe wird nämlich gerade operiert oder verzaubert. Natürlich ist das ein richtiges Krankenhaus. Ist übrigens auch das Krankenhaus von unserem Weihnachts-Let's Play. Ich finde das nämlich ziemlich cool. Und ich habe, wie gesagt, eben so ein paar Meerjungfrauen, die so heilende Kräfte haben, hierher gebracht. Und die versuchen halt Phoebe jetzt so gut wie es geht zu helfen, sie irgendwie zu retten. Ob das funktionieren wird, ich bin mir nicht ganz sicher, aber sie können ihr auf jeden Fall mal die Schmerzen wegnehmen. Unsere arme, süße Phoebe. Was ihr passiert ist, ist natürlich unglaublich schlimm und es tut mir auch von ganzem Herzen leid, aber ich bin einfach nur froh, dass wir uns nicht wirklich von irgendeinem von den Sims verabschieden haben müssen. Und wir schauen mal, wie das Ganze hier weitergeht. Ich glaube, die Layla war vorher eh schon von sich aus vor der Tür. Jetzt ist sie weg. Ich würde die nämlich sehr gerne hierher holen. Natürlich haben sie ihr jetzt Bescheid gesagt, dass der Kampf vorbei ist, aber dass Phoebe was Schlimmes zugestoßen ist und die Mama wird natürlich sofort herrennen und will bei ihrer Tochter sein. Ach,
Ich habe das Falsche gedrückt. Da haben wir sie, unsere liebe Layla. Und die wird natürlich sofort nach drinnen eilen und nachfragen, was mit ihrer Tochter passiert ist. Das Krankenhaus ist natürlich super leer. Wir müssen uns vorstellen, dass hier viel mehr los ist. Aber sie sagen ihr natürlich auch gleich, sie ist noch im OP. Also sie wird gerade noch behandelt. Aber sie kann gerne nach oben gehen. Und da trifft sie jetzt nach unglaublich langer Zeit ihren Sohn wieder, Leute. Oh, da habe ich wieder Gänsehaut. Oh mein Gott, stellt euch das vor. Also da kann man eigentlich nur weinen. Ich bin mir gar nicht sicher, wie lang Tyler jetzt eigentlich verschwunden war, wie lange er jetzt weg war. Die beiden reden auch gar nicht viel miteinander, weil sie einfach so schockiert sind, weil so viel passiert ist. Tyler kann eigentlich auch nur noch weinen. Er gibt sich auch unglaublich die Schuld dafür, was jetzt mit Phoebe passiert ist. Und ich will, dass die beiden sich jetzt auch unbedingt in die Arme fallen, liebevoll umarmen. Oh mein Gott, Layla kann es gar nicht glauben, dass Tyler jetzt auch wieder zurück ist und dass ihm zum Glück nichts passiert ist. Aber sie wird dann gleich erfahren, was mit Phoebe passiert ist. Und das ist sicher keine leichte Nachricht. Also wenn man so eine bekommt, vor allem als Mama. Übrigens habe ich auch den Paul hergeholt. Der Paul hat natürlich auch gehört, dass was passiert ist. Der erkundigt sich immer mal wieder, wie es der Phoebe geht. Nicht nur bei der Phoebe selber. Der hat nämlich ein super Verhältnis zur Layla und die schreiben oft miteinander. Und deswegen hat er jetzt erfahren, dass mit Phoebe was los ist. Er wartet jetzt aber noch ein bisschen hier draußen, weil er natürlich auch nicht unhöflich sein will. Aber er ist natürlich sofort zur Stelle, falls die Familie Legacy irgendwas braucht. Das hat er auch der Layla geschrieben und das finde ich so unfassbar süß. Die beiden haben sich jetzt wahrscheinlich unglaublich viel zu erzählen. Layla wird ihm nämlich auch sagen, dass seine Tochter mittlerweile auf der Welt ist. Natürlich ist er ein bisschen geschockt, weil Layla jetzt weiß, dass sie Oma geworden ist. Aber darauf gehen sie jetzt nicht ganz so sehr ein. Sie haben ganz andere Probleme. Und deswegen sagt Layla zu Tyler auch, bitte geh nach Hause, Tyler. Auch du, Niara, bitte geht beide nach Hause. Ihr hattet so unglaublich anstrengende und fordernde Tage. Bitte geht nach Hause, nicht, dass euch auch noch was passiert. Ich bleibe hier und warte, bis Phoebe zurück ist. Aber Tyler will auf gar keinen Fall weggehen. Der will unbedingt auf Phoebe warten. Und ich würde sagen, wir schicken die Phoebe jetzt auch mal hoch. Ah, und da haben wir sie jetzt, unsere liebe Phoebe. Sie hat jetzt natürlich einen Augenverband bekommen. Ich habe ewig lang nach sowas gesucht als Sissi. Und das war das Einzige, was richtig funktioniert hat. Und sie hat jetzt zwar keine Schmerzen mehr, der Zauber hat richtig gut gewirkt, aber sie sind sich nicht sicher, ob sie ihr Augenlicht wieder zurückbekommt. Und Tyler hat sich eigentlich ganz viel überlegt, was er seiner Schwester sagen will. Aber jetzt, wie er sie hier so sieht, mit der Augenbinde, im Krankenbett, kommt ihm auch wieder dieser Schrei in den Kopf und er weiß gar nicht, was er richtig sagen soll. Layla rennt aber natürlich sofort zu Phoebe hin, nimmt sie einfach nur in den Arm und sagt ihr, wie sehr sie sie liebt. Und auch Niara sagt ihr, dass sie immer für sie da ist. Tyler kann das aber gerade alles überhaupt nicht. Er gibt sich einfach so extrem die Schuld für alles, was passiert ist. Und Niara und Layla werden ihm jetzt auch sagen, hey Tyler, geh einfach nach Hause. Ich glaube, du kannst für Phoebe gerade nicht viel tun. Sie weiß, dass du für sie da bist. Aber zu Hause ist jemand, der auch noch auf dich wartet. Und jetzt schicken wir den lieben Tyler zu seiner Tochter. Und dafür sind wir natürlich zurück vom Haus von der Familie Legacy. Hier ist unter anderem die Kiki, die gerade mit sich selber spricht im Spiegel. Ja, das macht sie. Aber nicht nur die Kiki ist hier, sondern auch Enya und Ruby. Oh mein Gott, wie süß. Enya spielt gerade mit Ruby hier und kümmert sich mit ihr um die Pflanzen. Wahrscheinlich erklärt sie ihr einfach ein bisschen was über die Pflanzenwelt. Wir werden Tyler direkt nach oben schicken. Wir können ja sagen, er hat Enya und Ruby noch nicht gesehen. Leute, einfach das Doppelte. Er sieht es nicht nur zum allerersten Mal seine Tochter, sondern auch seine große Schwester. Ich kann nicht mehr, Leute. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Und wie wir hier sehen, haben wir Weihnachtsdeko. Wir hatten ja gestern Weihnachten. Es ist leider schon vorbei, aber ich habe mir überlegt, einfach nur, weil wir jetzt gerade im Real Life auch Weihnachten haben, wie süß wäre es eigentlich, wenn in der Zwischenzeit, also während die anderen beide im Kampf waren, dass Kiki, Enya und Layla zu Hause ein bisschen dekoriert haben. Das ist doch so mega cute. So eine richtige Bonding Time einfach hatten. So, hier haben wir den Weihnachtsbaum. Dann werde ich das Ganze hier ein bisschen woanders platzieren. Ach, ganz egal. Ich finde es immer schön, wenn zu Hause ganz ein bisschen Chaos herrscht. Vor allem, wenn man Kinder hat. Dann sieht man einfach, dass die Wohnung belebt ist. Und hier haben wir jetzt diesen Weihnachtsbaum. Und ich würde sagen, Kiki macht dann auch noch die Lichter an. Und dann kommt Tyler rein. So, Baum beleuchten mit. Ne, wir machen nur Baum beleuchten. Das kann sie sehr gerne machen. Und Tyler macht sich gerade auf dem Weg nach oben. Ich würde sagen, Enya hat gesehen, wie er vorbeigelaufen ist. Wird dann
die liebe Ruby hochheben und nach oben laufen. Wir schicken sie aber noch nicht ganz nach oben, sondern nur hier vor diese Tür. Sie will natürlich da noch nicht dazwischen gehen. Sie steht wieder direkt im Zelt drinnen. Ganz, ganz toll. Ich verstehe einfach nicht, was ich noch anderes machen soll. Aber sie hört natürlich, dass hinter ihr die Tür aufgeht, dreht sich dann um und sieht den Tyler. Und dann wird sie sofort zu ihm rüberrennen und ihn ordentlich in den Arm nehmen. Damit hat sie jetzt nämlich gar nicht gerechnet, dass der Tyler auf einmal vor ihr steht und sie freut sich so, so sehr, dass ihm nichts passiert ist. Ich meine, sie haben natürlich schon davon gehört, wie das Ganze ausgegangen ist. Tyler wird ihr dann auch direkt das Serum geben, also damit sie dann auch geheilt ist. Aber sie hat halt einfach nicht damit gerechnet, dass Tyler jetzt gleich mal zurückkommt. Die beiden fangen auch total an, miteinander zu scherzen und zu lachen. Und durch das Serum werden ihre Augen dann natürlich auch nicht mehr rot sein. Das verändere ich bis zum nächsten Mal. Bis dahin hat das Serum dann auch gewirkt. Und Kiki erzählt ihm jetzt eben alles, was so in der Zwischenzeit hier passiert ist. Dass Ruby jetzt eben auf der Welt ist und dass Enya auch da ist. Tyler muss schon wieder weinen. Für ihn ist das einfach alles ein bisschen zu viel. Aber wir schicken die beiden jetzt trotzdem mal rein. Oh mein Gott, wie süß ist das bitte, dass Enya jetzt hier mit Ruby steht und dem Tyler dann auch noch Ruby übergibt. Ich kann nicht mehr. So, wir schicken die beiden jetzt rein. Das wird so ein unglaublich süßer Moment, Leute. Ich kann einfach nicht mehr. Also Tyler, hör auf zu flirten. Dreh dich um und ich weiß gar nicht, auf wen er zuerst zugehen soll, weil er ist natürlich total schockiert. Stellt euch vor, ihr habt eine verschwundene Schwester und die steht auf einmal vor euch und dann habt ihr auch noch in der Zwischenzeit ein Kind bekommen und das steht dann auch noch plötzlich vor euch. Also ich werde auch komplett überfordert. Wir schicken ihn, glaube ich, als allererstes zur Enya. Die setzt die Ruby ab. Ruby können wir ja gleich zu Kiki schicken und ah, okay. Natürlich. Irgendwie passt das hier auch ganz, ganz gut. Wir regen uns jetzt nicht auf. Irgendwann in 100 Jahren finde ich mal raus, welcher Mod dafür verantwortlich ist. War gut. Aber das ist jetzt auf jeden Fall ihr allererstes Aufeinandertreffen. Das ist so unglaublich süß. Die haben sich auch so unfassbar viel zu erzählen. Tyler, vielleicht ignorierst du dein Kind nicht. Darüber wäre ich sehr froh, weil das macht er natürlich als nächstes. Er nimmt seine Kleine ordentlich in den Arm. Oh mein Gott, Leute, ich kann nicht mehr umarmen. Ich bin gespannt, ob die Kleine das zulässt. Oh mein Gott, Tyler hat natürlich absolute Flashbacks und dem geht es psychisch wahrscheinlich gar nicht gut. Oh mein Gott, ich hätte fast ihre allererste Umarmung verpasst. Oh mein Gott. Aber er freut sich natürlich unglaublich fest, seine Tochter jetzt kennenzulernen. Nicht nur seine Tochter, sondern auch seine Schwester. Ich hoffe, für Tyler geht es jetzt endlich aufwärts. Endlich muss er nicht mehr in Angst und Schrecken leben. Allgemein die ganzen Meerjungfrauen. Und wie gesagt, wie hättet ihr gerne, dass wir die ganzen Sims aufteilen? Also wo sollen wir Tyler und Ruby hinschicken? Sollen sie in Sulani bleiben? Oder sollen sie Windenburg aufbauen? Oder sollen das Nyara und Ash machen? Schreibt mir das super gerne in die Kommentare. Wir schauen uns übrigens auch nochmal schnell die Regeln von beiden Generationen an. Wir werden uns jetzt natürlich um beides kümmern müssen. Also sowohl um die Mint-Generation und dass wir hier noch ein paar Sachen erledigen. Wie gesagt, die Sammlung Elemente vervollständigen, das mache ich einfach nicht. Dafür bin ich einfach zu faul. Das finde ich einfach nicht spannend genug. Da erzähle ich euch lieber ein paar Geschichten, wie dass wir das hier machen. Aber Fähigkeit, Logik und Shell maximieren, das können wir bei ihm auf jeden Fall noch machen. Und natürlich auch die Wissenschaftskarriere anstreben. Also, dass wir dann aktiv bei seiner Karriere dabei sind. Und dann müssen wir eben auch noch schauen, was wir mit der lieben Ruby machen. Du hattest alles, was du dir als Kind gewünscht hast, aber sehnst dich immer nach mehr. Das heißt, dass sie ein sehr verwöhntes Kind wird, also viele Leute wahrscheinlich auch um sich haben wird, die immer für sie da sind und ihr alle Wünsche erfüllen. Als Erwachsener bist du zu sehr auf die Karriere fixiert, um dich festzubinden. Und sie wird keine mütterlichen Instinkte haben, aber sie wird auf jeden Fall ein Kind bekommen. Das ist dann die gelbe Generation, aber wir sind eben hier noch. Sie wird sehr charismatisch sein und eine Serienromantikerin. Oh mein Gott, Leute, ich bin so gespannt, was wir aus der Ruby machen. Das wird so eine richtige Verführerin. Ich freue mich schon mega drauf. Also darum kümmern wir uns jetzt gleichzeitig. Ruby ist ja noch ein Kleinkind, aber ich würde sagen, in der nächsten Folge wird sie auf jeden Fall zum Kind. Und apropos Kinder, wir holen uns jetzt die Kinder von der Nyara zurück. Die Kinder von der Nyara haben jetzt die ganze Zeit beim Josh und seiner Familie gewohnt. Da ging es ihnen natürlich nicht schlecht, aber sie wollen natürlich auch nach Hause zu ihrer Mama und zum Rest von ihrer großen Familie. Also schicken wir alle drei Mädels jetzt zurück und auch den Josh. Ich würde
würde auch sagen, dass wir die Mädels bis zum nächsten Mal zu Teenagern machen. Das wird sicher auch super cool. Aber da geht es dann eben auch drum, wo sollen sie wohnen? Die würden dann natürlich mit der Niara mitgehen. Also falls Niara nach Windenburg ziehen würde, würden die Mädels auch mitgehen. Jetzt fehlt uns aber nur noch die Niara. Und dann sind sie endlich wieder alle vereint. Wirklich alle. Unsere wunderschöne Niara sitzt gerade in der Badewanne. Sie ist gerade erst nach Hause gekommen und will sich noch schnell frisch machen, bevor sie ihre Drillinge endlich wieder in den Arm nehmen kann. Sie ist natürlich auch voller Blut und allem wegen der Phoebe. Aber dann klingelt es nochmal an der Tür und der liebe Ash steht davor. Die sind nämlich für heute fertig in der Sirenenzuflucht und er hat sich gedacht, er schaut mal, wie es der Niara geht und sie freut sich natürlich sehr, dass er da ist. Da muss sie nämlich auch nicht alleine auf Josh treffen. Niara ist natürlich super angespannt, aber Ash sagt ihr gleich, hey, wir schaffen das, keine Sorge. Und dann nimmt er sie nochmal ordentlich in den Arm. Das ist so mega süß. Und ich würde sagen, dann wird es Zeit, dass wir unsere Drillinge zurückbekommen. Und die sind natürlich alle schon da. Hier haben wir unsere süße Lucy. Hier haben wir die Lena. Und dann auch noch die Kyla, die sich direkt in ihre Badesachen geschmissen hat, jetzt wo sie endlich zurück ist auf der Insel. Und seht euch an, wie glücklich sie sind, dass sie endlich wieder zurück können. Josh hat nämlich eingesehen, dass er sehr viel Fehler gemacht hat. Dass das alles nicht okay war, wie er und seine Familie gehandelt haben. Und deswegen bringt er ihr die Kinder natürlich zurück. Wir schicken Ash und Niara jetzt hierher. Und dann ist die Familie wieder vereint. Ash lässt sie da natürlich auch nicht alleine. Und das ist so süß, dass sie das jetzt gemeinsam durchmachen. Das können sie vergessen. Niara ist super froh, dass sie da jetzt nicht alleine durch muss. Warum sie sich jetzt dafür umgezogen haben, absolut keine Ahnung. Aber ich würde sagen, sie schließt die drei jetzt auf jeden Fall in den Arm. Liebevoll umarmen. Wir müssen uns vorstellen, dass sie natürlich alle drei sofort zu Niara rennen und ihr in die Arme springen. Also das gibt so ein Gruppenkuscheln, so ein Familiengruppenkuscheln und Josh will eigentlich sofort mit Niara reden, aber die dreht sich um, ist super ernst und blockt natürlich komplett ab. Und Ash wird ihm dann direkt sagen, dass er einfach verschwinden soll, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, dass er einfach gehen soll. Und das wird Josh jetzt auch machen. Ich meine, was bleibt ihm anderes übrig? Dankeschön, dass du uns die Kinder zurückgebracht hast, Josh, und alles Gute. Okay. Ciao. Ach Leute, ich bin so froh, dass das Ganze irgendwie doch sehr gut ausgegangen ist. Aber wie das Ganze dann weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Natürlich grüßen wir heute wieder ein paar Leute, aber ich bin immer noch total verwirrt, wenn ich jetzt alle schon gegrüßt habe und wenn nicht, dann muss ich wieder ein bisschen Ordnung reinbringen. Aber die Weihnachtszeit gerade ist super stressig. Deswegen bitte seid mir nicht allzu böse, falls ich jemanden vergesse. Das mache ich natürlich nicht mit Absicht. Gebt mir dann einfach Bescheid und dann schreibe ich mir das wieder mal ordentlich auf. Als allererstes grüße ich heute die liebe Layla, die süße Maus. Und dann auch noch die Luna Dog und ihren Hund. Der hatte nämlich Geburtstag. Dem wünschen wir natürlich alles, alles Liebe. Und wer noch Geburtstag hatte, war die liebe Paw Patrol Fox X Rocky X Zuma. Girl, das war ein sehr langer Name. Ich weiß leider nicht, wie du wirklich heißt. Aber ich hoffe, du hattest einen wunderschönen Geburtstag. Ich wünsche dir auch nochmal alles, alles Liebe. Schmeiß ein bisschen Konfetti für dich und wir tanzen wie immer eine Runde. Und ich freue mich dann, wenn wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, einen schönen Tag und bis bald!